Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge hier im Futuristic Bungalow. Ich bin Daniel von SimFans.de und ihr beiden, die wart zwar nicht bei der coolen Halloween Party Folge letztes Mal dabei, aber ja, ich habe euch trotzdem mal in die Halloween Outfits gesteckt, damit ihr das wenigstens hier jetzt noch bei Nacht feiern könnt, so ein bisschen nachfeiern zumindest. Und bei euch sieht es aus, ihr werdet ja auch eine Party gehabt. Was habt ihr denn gemacht? Leute, was macht ihr denn über hier? Sehr schön, ihr räumt schon auf. Gut. Alles gut, alles geregelt. Beziehungslevel 4 erreicht. Hey, was machst du denn? Durch Pfützen wischen oder durch was bekommt man das? Das ist nur die Frage, ne? Und unser Roby ist auch da. Hallo, wie geht's dir denn, Roby? Ja, du hattest so ein tolles Westworld-Outfit mit Cowboy-Hut. Als Roby-Hund. Und unsere Meerjungfrau Nixe, unsere Sky. Ich finde immer noch, die hat das geilste Outfit eigentlich. Ne? Das ist das innovativste Outfit. Und ich finde es super schön gestaltet. Das steht dir total gut mit diesem Rosa irgendwie. Und das ist ein bisschen korallenmäßig. Ne? Passt jetzt schon perfekt hier zu diesem Aquarium. Und das ist auch eine schöne Geschichte einfach, oder? Also ich weiß nicht, ich fand Sky so als coolstes Outfit. Welches fandet ihr denn am besten? Ich habe ja auch schon auf Instagram so eine Umfrage gemacht in den letzten Tagen, welches Outfit denn euer Favorite war. Mhm. Stella auch, ja, als kleines Alien Girl. Sehr schön. Ich habe für euch noch keine Werde-Berühmt-Story, muss ich ehrlich zugeben. Ich möchte mich am Anfang der neuen Staffel auf jeden Fall um Nico und seinen Partnerin kümmern. Denn es ist ja so, dass er auf jeden Fall YouTuber wird und sie Schauspielerin. Das ist so das neue, Gameplay, was wir da drin haben. Und Hannah soll ja mit Patrick in eine Villa dann ziehen, die ich noch baue. Und ich sehe euch da, Lea natürlich, ne, bleibt im Jahreszeitenhaus, ihr habt eh mal Kids und Tiere und alles hier zu erledigen und Felix. Und ja, unsere Goldklees, die gehen wahrscheinlich später dann, ne, die Ruby ist ja noch klein, die soll auch Schauspielerin werden. Da können wir dann nochmal cooles Gameplay machen, vielleicht ein bisschen anders mit dem Ruf, noch ein bisschen was machen, aber bei euch, ich sehe euch gar nicht irgendwie famous. Wie seht ihr das? Habt ihr eine Story für unsere Alien Sisters, unsere Family? Du bist wunderhübsch, Sky, wirklich. Wow. Oh, du willst laufen gehen? Komm, wir gehen laufen. Guck doch nicht so, Sky. Geh doch laufen hier. Komm, bitte in das Geschäft zu legen. Hier, Mama, Pipi, Kaka. Ja, aber ja, draußen, okay? Raus mit dir. Ja, ja. Oh, das Hunger? Ja, du warst nicht auf der Party. Die habt ihr verpasst. Das Kind räumt alles auf. Hoffentlich gibt es Punkte. Mach mal Frühstück für uns, wenn wir schon zu früh wach sind. Mach mal Ostersalat jetzt am Frühstück. Ganz genau. Ganz alien-like. Ja. Du hast halt frei, glaube ich, auch, ne? Montags, genau, Kriminalbeamtin. Mhm. Du musst noch ein bisschen was hier, noch ein bisschen mehr die Leistung steigern. Und unsere Stella. Oh, du hast schon wieder die Hausaufgaben wieder nicht gemacht. Ernsthaft? Mann, mit links erledigen. Wann hast denn du eigentlich Geburtstag? Ich glaube, du bist doch auch bald. Du bist schon ewig irgendwie ein Kind. Du wirst erst hier. Ah, Mittwoch. Okay, was haben wir da noch? Tag der neuen Fähigkeit. Sehr cool. Und da haben wir das Erntefest. Wow. Da steht schon einiges wieder an hier. Sehr schön. Futuristic Bungalow und meine Sims gibt es natürlich in der Galerie als Download. Hab die erst hochgeladen. Ich glaube, Folge 135 oder so zu dem Stand. Wenn ihr die haben wollt, EAID Daniel_SimFans.de suchen. Yay. So, das spielst du aber ewig hier. Ich soll gleich mal belobt werden. Bewunderung ausdrücken. Boah, als Pflegekind entfernen. Die härteste Strafe ever. So, und jetzt ermutigen. Zum Spülen ermutigen. Das ist doch toll. Oh, Robby, was ist denn los, Robby? Haben wir die Türen abgeschlossen oder was kommst du da nicht raus? Tür abschließen für nichts, nee, für alles, ja. Alles ist offen. Ist das jetzt die Haustür oder das ist die Haustür? Das ist die Haustür. Ja. Oh, Robby. Isha, schön gemacht. Super hier gemacht und spüren. Ja, danke schön. So. Ja, wir gehen gleich raus mit dir nach dem Essen. Du weißt ja, wie ist sie hier. Oder wir gehen mit Stella in die Schule. Mal gucken. Ich glaube, das reicht nicht mehr dann, ne? Wir müssen noch was essen. Und auf Klo müssen wir auch noch. Du bist halt frei. Du kannst halt zu Hause bleiben. Kümmerst dich um Roby. Stella geht in die Schule heute, ne?
Wo ist jetzt das Ding hingestellt? Mach mal hier eins. Kann man das Stella hier in den Arsch schieben? Kann man machen, ne? Hat die da was zum Essen dabei? Schon mal praktisch. Steht ja aufs Klo, hättest du auch noch müssen, aber das reicht jetzt schon nicht mehr mit den Hausaufgaben. Verdammt, der Axt hier, echt mal. 10 Minuten. Nächste Farbe. Immer schön hier weitermachen, ja? Kannst du dir helfen, dass es irgendwie schneller geht? Hausaufgaben helfen, mach das mal. Ich hab das richtig gut hinbekommen, ja, hast du wohl, ne? Ausgezeichnet von Sky, sehr schön. Du passt voll gut mit diesem Outfit in dieses Haus, muss man echt sagen. Mädchen, Mädchen. Wow, wow. So, ja, die Schule steht an. Auf, Zeit für die Schule, komm. Oh, Bewegung. Ninja. Ich will ein rotes Auto. Immer mit eurem roten Auto ist hier. Komm, mach die Hausaufgaben fertig und ab mit dir. Ab mit dir. Was? Über Windel? Was? Über Wind beschweren. Grundschule besuchen. Ja, mach mal hin. Komm, mach die Hausaufgaben fertig. Komm. Komm, ist wieder zu spät hier. Mach die fertig, komm. Ja, auf jetzt. Bitte. Zeit für die Schule. Was plappert die hier? Das ist eigentlich schon fast fertig hier. Ich glaub's ja nicht. Hör auf zu reden. Auf. Ein Strich noch. Ja, fertig. Umblättern, ankreuzen. Verantwortung steigt. Abgeschlossen. Ins Inventar bitte packen. Hallo? Dankeschön. Goodbye. Gehst du mit voller Blase in die Schule, du armes Mädchen, du armes. Ja. Ja, aber du hast das geilste Outfit. Da lohnt sich's mal, hier ein Alien zu sein. Ne? Besser passt das zu keinem hier. Die anderen können mit ihren komischen Monster-Outfits kommen. Die übertreffen dich never ever hier. Mm-mm. So. Und du, wir gehen jetzt raus. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal mit dir einen kurzen Spaziergang machen, ne? Das geht ja mal gar nicht. Komm, wir gehen mal raus. Rede nicht, der will pieseln. Ich will geknuddelt werden. Ja, du bist auch noch geknuddelt. Mit Aufklärung. Scheiße. Stimmt aber wohl. Komm, wir müssen das noch schnell machen hier. Benutzen und Massage. Mach das mal. Sorry, Roby. Oh, der Arme. Wartet schon mit seinem Hashtag Grundpulli und dann muss ich schon wieder hier ableihen. Ja, geh schnell. Komm, geh schnell. Geh schnell. Sky, bitte, dich pieselt. Hier auf dem Boden. Wir müssen mit dir jetzt spazieren gehen. Kurzer Spaziergang. Wow, wow, wow. Du hast hier dein Fresschen. Hier hast du dein Fresschen. Mann, Mann. Ja, das ist gut. Schöne Massage hier. Ah. Arschmassage, ne? Ist immer gut. Lernen wir mal hier das Instagram checken hier. Ja, ja. Ach, so toll. So schön mit euch. Robby sprintet schon hier raus. Kann doch rausgehen. Wilder Hund. Deine Batterien sind voll, ne? Robby! Der ist so cool, unser Robby Corgi. Meine Güte. Bist du ein wildes Tierchen? Wo rennst du denn wieder hin? Ich weiß gar nicht, dass man da rauslaufen kann. Dann kommt man da rum durch den Whirlpool oder was? Ach, da ist offen. Okay, stimmt. Ja, also die Sky, die erwischt dich so aber nicht. Ich muss dich jetzt hier mal streicheln da irgendwie, ne? Und dann Tierpflege. Schaffen wir das endlich jetzt mal. Kurzer Spaziergang. Bitte do it. Komm. Komm. Komm, komm. Erstmal knuddeln. Knuddeln. Oh, dir. Ja. Braves Hündelein. Hündchen. Hündelein. Best friend. Und angeleint. So. Jetzt geht mal spazieren. Komm. Hobby Flotti Karotti. Mann, trödelt nicht rum hier. So ein schöner Herbsttag jetzt. War zwar ein bisschen windig heute, aber es ist angenehm. Ja, komm hier hinlaufen. Hobby ermuntern, sich zu erleichtern. Genau, kack mal hier vor den Dinger. Wir machen das hier aber, ne? Nicht auf den Gehsteig. So, ab mit euch. Raus mit euch. Komm. Raus mit euch aus der Höhle. Ja, hinten haben wir ja sogar das Alien-UFO hier unten geparkt, ne? Ja, so. Ab geht die Post.
Posterwettbewerb. Geht die Posterwettbewerb. Stella ist aufgeregt, ihr Delfin-Poster abzugeben. Zeichnungen, Fotos, lustige Fakten, alles ist vorhanden. Doch die anderen stehen alle um ein anderes Kind mit einem Poster herum, das in silbernen Farben glänzt. Stella könnte behaupten, sie hätte ihr Poster vergessen und in der Pause weiter daran arbeiten. Nee, gibt es rechtzeitig ab. Stella beschließt, stolz auf ihr Werk zu sein, ganz genau, und ich will es nicht riskieren, Minuspunkte für eine Verspätung zu kassieren. Sie gibt es ab und erhält ein mattes Lächeln von der Lehrerin, aber auch eine knallrote 2. Das ist doch gut, 2, hallo? Ist doch gut, das hört sich so negativ an. Was bist denn du für eine Fritzpiepe? Hendrik. Hendrik, was willst du denn? Komm, warte mal, müsst ihr mal sagen, hier euer Muntern zu erleichtern, hier. Da, Liebe spüren, komm. Ihr müsst ihr mal pieseln hier auch. Komm, piesel mal dahin irgendwo. Kann man da nicht hin, da? Komm, wir müssen das machen jetzt. Ja, komm, ableinen, pieseln lassen. Bitte, komm. Wenn ihr das wieder nicht machen wollt während dem Spaziergang, dann. So. Ernsthaft jetzt mal. Ach, Sky, wirklich. Komm, mach den Popo-Kaka hier, auf. Popo-Kaka, ja. Daumen nach oben. Ja, vorne kann er drauf und du latscht auch noch durch, ne? Ist klar. Bist du schon fertig? Ah, die Stalkerin. Hi, wie geht's? Die kennen wir ja noch gar nicht. Ups, da voll Müll hier. Ich bin voll reingelassen. Ja, nein. Ich geh mein russisches Auto suchen. Warte doch mal, wir wollen noch mit dir reden. Sockerin. Aha, ich will die was von dir. Nee, glaube ich nicht. Hallo, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Das ist eh eine Mauer. Das ist auch voll dämlich gebaut, ne? So. Hallo, Sockerin. Wie geht's dir denn? Können wir die mal einfroseln? Komm, wir froseln die mal ein hier. Frosel die mal ein. Naja, bitte nicht. Ja, geil. Sky Frozel die Stalkerin ein. Ansehen. Aufbrechen. Hast du noch von Jonas den Froststrahler, ne? Von Papa Jonas. Sehr gut. Komm, brech die mal wieder auf. Komm. Das ist gemein. Ding, ding, ding. Upsi. Und ist dir ein bisschen kalt, ne? Bei dem Wind hier. Oh. Und ist sie wütend. Ich komme da gar nicht hin mit der Kamera, verdammt. Komm, du analysierst die jetzt mal. Was hat denn die für eine Persönlichkeit? Wir müssen mehr über die Stalkerin rausfinden. Romantic. Hey, was stellst denn du jetzt hier am Weg rum? Dankeschön. Oh, jupsi dupsi. Ihr seid schon so zwei Tippsen hier. Jetzt geht ihr auch noch weg hier, Mann. Mann, ah, da kommt die Postbotentucke. Ne? Ah, oh, wie geil. Wir müssen auch mal kennenlernen. Sky, wir lernen heute laute Nachbar kennen. Wird auch mal Zeit. Komm, lerne mal kennen hier. Aha. Ist mein Laufsteg. Der Gehweg ist mein Laufsteg. Mhm. Hallo, lerne ich dich auch mal kennen hier. Oh, noch Minus hier. Der Hakim Alfasi ist das hier, ne? Über Interessen reden. Yay, bist voll das Model hier. Das hat er jetzt zu ihr gesagt, oder? Bitten abzuhängen. Hey, willst du mal zu uns mit reinkommen hier irgendwie? Ja, klar, aber schon nicht. Ich habe ja nichts zu tun, ne? Über böse Lebensweise reden, ist der böse. Und sie ist gut, auch deswegen mögen die sich nicht, ne? Kontrastprogramm. Ich finde das voll scheiße, dass du so böse bist. Oh, das ist ja selbstsicher nicht mehr, oder? Böse, ja, das wussten wir gerade eben schon. Wir müssen jetzt mal gucken, oh, die Lea hat immer noch grüne Haare, dass wir unsere Leandra mal wieder hier, hallo, wo ist denn die? Leandra Knutschi, komm mal hier hin. Ruf mal die an, sag mal hier, Leandra, ich stehe hier am Rand der Welt. Ich komme echt mit der Kamera da nicht rüber, das Ende Gelände, ne? Ich komme dann erst wie eine Wand hier. Leandra, kommst du mal vorbei, hi. Ja, die sind schneller bei uns zu Hause als wir hier, ne? Ja, da ist sie schon. Ja, Mini. Den müssen wir auch noch zum Friedhof bringen. Ah, ja, stimmt ja. Unglaubliche Geschichte erzählen, komm, do it.
Do it, do it, do it. Sir Dancelot ist auch noch unterwegs. Sky, wir müssen die jetzt, wir müssen Mini jetzt zum Friedhof bringen. Das geht so nicht. Pack den jetzt mal ein hier. Hab ich den jetzt eingepackt? Ich hoffe, der ist jetzt nicht unter den Stein da runtergebackt. Ja, da ist Mini, ne? Ja, sehr gut. Aber du musst auch mal nach deinem Pflänzchen gucken, du Mädchen. Bist du voll müde? Daisy. Hi. Leandra Schatzi. Die Ex-Chefin, die ist nicht mehr Chefin, ne? Schmutzigen Witz erzählen. Ich bin voll müde. Ja, was für eine Anmache, du. Sollen wir ins Bett gehen? Komm, gib mal ins Bett. Weißt du, hier, Halloween und so. Ich mag's gar nicht. Ich hab's zwar beim Umstyling mitgemacht, das mag ich auch nicht. Aber ich bin nicht zur Panik gekommen. Ja, Sky, das ist wohl wahr. Das finde ich immer noch schade. Na? Ich bin voll müde, sollen wir vielleicht ins Bett gehen? Wupsi, dupsi. Ja. Und hast denn du? Ah, du bist schon da, gut. Stella ist mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt. Da ist Stella dann Hobby, Flor, die Karotti. Dann machen wir das noch. Geh mal hier hin, da ist der Platz. Jetzt regnet es auch noch, verdammte Axt. Wir gehen jetzt mal hier hin. Da müsste man doch eigentlich Platz haben. Müsste man doch eigentlich, also unüberdacht sein hier auch noch, oder? Jetzt haben wir hier keinen Platz hier. Da muss schon gehen hier, so. Beginnen vorsichtig zu arbeiten. Ich weiß nicht, wer hier schlampig macht. Aber wir müssen das schon hinkriegen jetzt. Komm. Aber du bist auch todmüde. Was ist denn mit euch los? Seid alle so müde. Aber es ist so ein schönes Herbstlicht auch noch. So ein tolles Licht heute mit dem Herbstwetter. Muss man echt sagen hier, ne? So ein richtig schönes, schönes, knackiges Licht, du. Voll schön. Hell und klar und... Ja. Komm. Komm, komm, komm. Jonas hat euch leider keine Aufputschtränke hinterlassen, ne? Verantwortung steigt. Sehr schön. So, werden die Mamis hier im Bettchen sehen. Jebeda dipdidu. Ja, du bist ja eh so ein bisschen. Komm, du kannst ruhig hier schlafen. Kein Problem. Sonst haben wir euer Techtelmechtel verpasst, ne? Oder ist Guy gleich eingeschlafen wahrscheinlich. Ja, du gehst auch ins Bett, ne? Geht ins Bett, genau. Und die Postbotentucke ist auch noch da. Ich bin so schön, Jan, ja. Oh, wie geil. Der ist cool. I love it. I love it. Du bist auch so ein tolles Kinderzimmer. Wir haben nie richtig da drin gespielt, ne? Unser Logikkind. Du bist ja Senkrechtstarterin. Da müssen wir noch gucken, ne? Mit Schachspielen und mit Erwachsenen lesen und so. Wir müssen mit dir so ein bisschen, haben wir ja abstimmen lassen, dass du Raketenwissenschaftlerin wirst. Dieser Scheißdreck geht alles kaputt. Wenn es regnet, ne? Es ist unglaublich, man kann nichts mehr rausstellen. Es ist echt so, es ist wirklich so. Kann man da nicht mal irgendwie wasserdichte Sachen da machen? Eigentlich ist es nicht schlecht, weil dann können wir Geschicklichkeit üben. Hammerlicht hier, oder? Jetzt sagt mal nichts dagegen. Hier ist ein Hammerlicht wieder. Also diese Jahreszeiten, die haben das wirklich toll, haben es echt toll gemacht mit dem Licht und so. Richtig schön, richtig, richtig gut. Auch in jeder Welt ein bisschen anders. Seid ihr jetzt richtig am Schlafen? Kommt einfach doch mal schneller hier die Zeit. Seid nachtaktiv. Oder auch hier muss man sagen, ne? Dieses Tröpfeln auf den Teich und so. Das ist schon gut gemacht. Kann man nichts sagen hier. Ja, die Glühlampen, die sind ja 2D, ne? Das ist ein bisschen mies. Aber gut. Die blinken wenigstens. Schlaf mal richtig, komm. Schlafe mal richtig. Schlafen richtig. Ganz genau. Ich muss los. Ja, verschwinde. Und du? Zockst du noch ein bisschen? Ich muss auch los. Ja gut, dann geh doch. Geh halt. Verpiss dich. Wow. Wow, man muss echt sagen, also wirklich mal, oder? Ist das jetzt geil oder ist das geil? Jetzt mal ganz ernsthaft. Das ist der Hammer. Ich finde das richtig cool. Ist hier wahrscheinlich auch der Sonnenuntergang. Meine Fresse. Ich kann mir ein paar Screenies machen. Wow. I love it, wirklich, ich liebe es. So. Und schon ist Nacht. Und es stürmt und gewittert. Eieiei. Hilfe. Hallo. Ich kann das auch nicht leiden. Das Spiel macht doch mit Absicht. In jeder Folge gibt es wieder Gewitter jetzt hier. Echt mal. Du träumst von Einhörnern. Ach, schön. Und du? Wie weit bist denn du jetzt mit dem Schlafen? Du musst ja auch noch was essen hier, ne? Da ist jetzt mal das Ding hier ein Gericht nehmen. Kann ich das dir eigentlich wieder aus dem Arsch rausziehen?
Der Geburtstag von Stella naht. Ein Gericht nehmen und du dann auch. Please. Nein, ist schon stinkig. Ach, na toll. Mann. Kann man das spülen hier automatisch? Glaub doch. So, dann machen wir jetzt mal ein Abendessen. Ja gut, dann mach doch mal halt ein Abendessen, ist mir egal. Dein euer Rhythmus ist eh mal scheiße mit mir, ne? Mach mal hier irgendwas hier, Caprese, Salat. So, dann machst du mal. Und Stella, Schatzi, wie lange schläfst du noch? Du bleibst mir jetzt noch ein bisschen im Bett. Die Robby ist auch da, wie schön. Wieso liegst du nicht? Hast du kein Ding? Hast du kein, Hunde? Doch, hast du doch. Guck mal, hast du hier. Bitten hinzulegen, Robby, dass er das mal checkt vielleicht. Wie wär's? Ja. Mach mal ein bisschen schneller. Schnibbel die Bip. Aua. Und fertig. Ich will auch mal was essen hier. Ganz genau. Komm mal mal runter zum Essen. Wir sind hier geschützt, oder? Ich hab Blitzableiter, hab ich installiert. Ja, ich hoffe doch. Eieiei. Immer dieses Gewitterscheiß, echt mal. Immer dieser Gewitterscheiß. Guten Morgen. Oh, du bist ja auch nicht hier. Robby, komm, da ist dein Bettchen. Da hinten. Nee, das ist da vorne. Ja, ich hab dir schon gesagt, geh was zum Essen holen. Wenn du jetzt hier rummaulst, dann kriegst du noch länger nichts. Was ist denn los? Bist du energiegeladen? Aber Angst vor dem Gewitter? Ach so, und braucht Vergnügen. Oh. Ja, warst aber auch fleißig jetzt hier. Das zählt schon auch. Wieder rumgebackt hier. Es wird immer schlimmer mit den Bugs, ne? Nicht mal mehr Teller können die nehmen, ohne dass man irgendwie gucken muss. Na, Lupsi wieder selber, Sky. Hat sich abgeschminkt. Sie hat sich abgeschminkt, ja. Jibidibi. Ja, ich fand's auch total schön, dass jemand... Wow, da hinten ist gerade ein Bild eingeschlagen. Dass jemand kommentiert hat, oh, spiel doch wieder mit Sky und Stella. Ich vermisse die beiden. Ist voll süß von euch. Ist voll cool. Fieber da auch mit. Kann man mal ein paar Seifen blasen hier? Da will ich mal sehen hier. Blasenmacher. Komm, mach dir die Blasen. Kannst du das beim Essen machen? Würde ich dir nicht empfehlen, aber könnte ja sein. Ja, Sky kann das mittlerweile, ne? Deine Schwester. Ist ja deine Schwester. Viele denken immer, das ist eine Mama, aber ist gar nicht. Wenigstens für das Zeug hier. Hilfe! Mann, echt jetzt? Hör mal auf hier. Das kann ich gar nicht leiden. Ich bin da voll sensibel. Ja. So, ja, jetzt habt ihr wieder euren tollen Schirmbug hier, echt mal. Ja. Kein Wunder, gehen die Schirme immer kaputt, wenn ihr so einen Scheiß da immer auf und zu macht die ganze Zeit. Gibt es nichts mehr zu ernten? Na, dann ist auch recht. Dann kannst du hier mal das Ding reparieren. Kinder können das noch nicht hier, ne? Nee, geht noch nicht. Ich dachte mal, was die Fähigkeiten leveln. Oder wir feiern den Geburtstag vor. Wir sind eh Aliens. Wir leben ewig hier, ne? Oder länger. Machst mal hier bei Projekt helfen. Und du machst auch mal hier das Schulprojekt weiter. Die macht hier die Bubbles. Bubbles. Oh, in die Spüle. Wie vorbildlich. Wie vorbildlich du bist. Flubbies, Bubbles, Bubbles. Und umgezogen für draußen, ne? Sehr gut. Toll, die Lichter bringen nicht mal Licht hier, ne? Wieder Vollmond. Ja, unsere kleine Wissenschaftlerin, komm, mach das mal. Mama hilft dir, Schwester. ich bin da nicht dran hier, doch kommst du ran, du hast davon schon Ahnung. Jetzt tu mal nicht so, das ist eine Ausrede, faule Ausrede, Sky. Bitte. Guck mal, ihr zwei Hübschen, ihr könnt das voll gut. Machen wir sogar mal das Haus hoch, dass wir da noch ein schönes Bild haben. Guckst du mal an. Geht die Tür auf, kommt Robby rausgesprungen. Das ist schon toll. Seid ihr schon fertig oder was? Komm, wir müssen ein bisschen ranhalten. Oh ne, Robby. Ernsthaft, ich sehe dich ganz genau. Robby! Wir spielen im Müll belehren. Wieso ist denn da... Ach, du hast das repariert deswegen. Oder können wir das plündern? Da ist kein Schatz drin, Robby. Die Verantwortung von Stella reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Ach, wie toll. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Dabei habe ich die Dinger gar nicht beachtet, muss ich sagen. Sehr schön, wow. Voll im grünen Bereich hier.
Beantwortung steigt. Welche Fähigkeit steigt hier denn noch? Mental, perfekt. Das sind eure Fähigkeiten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit unseren beiden Hübschen hier im Futuristic Bungalow. Ich bin Daniel von SimFancy. Und ja, bis zum nächsten Mal hier im Let's Play. Oder natürlich dann jetzt noch. Bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß. Bis dann, macht's gut. Ciao.